Nach 3 Doppelstunden Arbeit in den Kompositionsgruppen stand eine erste Zwischenpräsentation an. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten selbstgewählte Ausschnitte ihrer Arbeit und holten sich Feedback von den Mitschülern ein. Kann ja auch sein, dass später in der Zukunft so weitere Klangspektren entstehen und genutzt werden. Vielleicht macht ihr da dann noch ein bisschen mehr was in den Mitten. Dann habt ihr alle Bereiche und vielleicht harmoniert das dann noch ein bisschen mehr. Die eben gesehene Diskussion über Frequenzspektren und den Einsatz der Gläser spiegelt den hohen Grad der Selbstständigkeit wider. Dieser hohe Grad an Selbstständigkeit spiegelt sich auch in der technischen Nutzung wider. Die Schülerinnen und Schüler organisierten weitestgehend selbstständig ihre Aufnahmen. Sie arbeiteten zu Hause an ihren iPhones oder iPads weiter und tauschten ihre Ergebnisse am iPad aus. Die Arbeit am iPad hat mir sehr geholfen in Bezug auf Musik, weil ich bin halt nicht der talentierteste Musiker, würde ich von mir behaupten. Ich spiele selbst kein Instrument, aber durch das iPad hatte ich halt ganz viele Samples von verschiedenen Instrumenten, auch Synthesizer. Und die konnte ich dann halt einbauen, auch wenn ich diese Instrumente nicht selber spiele. Also die iPad-Nutzung hat es viel einfacher gemacht. Dadurch hatten wir ganz anderen Zugang zu ganz anderen Instrumenten, die man jetzt so quasi akustisch, mit denen ich gar nicht umgehen könnte. So, und dadurch hat es das eben relativ idiotensicher das quasi aufbereitet und dadurch eben auch die Möglichkeit gegeben, tatsächlich so diesen Zukunftsaspekt, also vielleicht eben auch einen technischen Klang herzustellen. Das wäre akustisch so gar nicht möglich gewesen. Auch in den 2 folgenden Szenen sieht man, wie die Schülerinnen und Schüler sich in gestalterischer Absicht austauschen. Ja. Das klingt wirklich wie so ein SpongeBob-Sommerhit. Also. 4/4, was du gerade spielst. Ich weiß! Oder eben auch sich lernen, in angemessener Form zu kritisieren. Das Klavier hat ja den Grundrhythmus da gespielt. Dieses dün, 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 dün. Ja. Und das war manchmal nicht auf diesen, nee, auf keinen dieser dün, 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 dün. Ja. Aber manchmal war schon die ganze Zeit dün, 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 dün. Auf dem da, weißt du, also. Ja. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Also ein Problem kann auch gewesen sein, dass wir eben sehr viele Möglichkeiten hatten und da war es eben gerade am Anfang etwas schwer, das so ein bisschen einzugrenzen und eventuell auch Sachen rauszulassen. Probleme gab es einige. Es ist zu einem, das iPad hat eine gewisse Bildschirmgröße, die für uns als Gruppe zu klein war. Und auch andere technische Aspekte, wie bringt man das Ganze zum Rechner und dann als Datei raus, waren am Anfang auch sehr schwierig. Ich fasse noch einmal zusammen, was in dieser Arbeitsphase wichtig ist. Zum einen darf ich mich in dieser Arbeitsphase nur als Hüter des Arbeitsauftrages verstehen. Ich darf nicht kreativ groß in den Prozess eingreifen und muss mich da sehr zurücknehmen. Ich darf natürlich nachfragen, wo steht ihr gerade, was ist immer noch visionär an eurer Arbeit, aber selber muss ich mich zurücknehmen als Lehrender. Zum Zweiten muss ich aber auch in der Lage sein, sehr schnell technische Unterstützung zu leisten, die Programme also gut kennen. Und als Drittes ist es wichtig, dass ich darauf achte, dass Zeiten gut genutzt werden. Nicht neben dem iPad stehen und zugucken, wie andere arbeiten, sondern selber ein Gerät nehmen, eigene Versuche machen und den anderen wieder vorstellen. Bei der Zwischenpräsentation ist es wichtig, dass erst die Zuhörer zu Wort kommen und die Gruppe erst später dann ihre Idee erläutert.